kommen wir nun zu einem der wichtigsten Kapitel des Tradings generell. Das ist das sogenannte Risikomanagement. Das ist also ein etwas größeres Kapitel. Wir beginnen hier mit einer typischen Beratung wie bei einer Bank. Ich denke, das haben Sie schon mal mitbekommen, wenn Sie irgendwie bei der Bank ein Konto aufmachen oder sich für einen Fonds interessieren, dann ist die Bank mittlerweile gezwungen, eine Bankberatung durchzuführen. Und diese Aspekte schauen wir uns jetzt mal als erstes kurz an. Da gibt es einen sogenannten Beratungsvertrag, der dann notwendig ist. Das ist ein formfreier Bankvertrag, also das heißt, er ist nicht an eine besondere Form gebunden. Der kommt regelmäßig zustande durch Aufnahme eines Beratungsgespräches. Es gibt verschiedene Arten, wie die Bank quasi mit Ihnen reden kann. Es gibt den Beratungsvertrag, der eben verpflichtend ist für manche Produkte, wenn Sie die über die Bank erwerben wollen. Viel, viel weniger ist eine bloße Auskunft. Bei einer Auskunft, die die Bank Ihnen gibt, haben Sie nur quasi den Anspruch darauf, dass es eine Tatsachenmitteilung ist, die Ihnen mitgeteilt wird, eine Auskunft. Etwas mehr ist eine Aufklärung. Das heißt, Sie kriegen dann die Tatsachenmitteilung und auch eine Erläuterung dazu, was das bedeutet. Und der Beratungsvertrag im Rahmen eines Beratungsgesprächs ist halt noch eine Stufe mehr. Diese Beratung umfasst sowohl eine subjektive Eigenbewertung der Anlageform, es ist also nicht objektiv, das sollte man immer berücksichtigen, und da kommt immer eine Empfehlung raus, nämlich etwas zu kaufen, etwas zu verkaufen oder etwas zu halten, ja, wenn Sie es schon besitzen. Das heißt, generell bei allen Börsenprodukten gibt es eigentlich zu jedem Zeitpunkt immer die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Die ist nicht bullsch, die ist, hat also quasi eine Art dreiwertige Logik, kaufen, verkaufen oder halten. Wobei man aufpassen muss bei der Bank, ob die jeweiligen Berater da entsprechende Provisionen drauf kriegen. Und deshalb ist die Eigenbewertung in der Regel subjektiv, denn sehr, sehr oft empfehlen Bankangestellte natürlich die Sachen, die für sie die höchste Provision bringen, was halt ja einen ziemlich starken Interessenskonflikt mit sich birgt. Das Ganze ist genormt in dem Wertpapierhandelsgesetz, wo eben die Verhaltenspflichten der Wertpapierdienstleistungsunternehmen, also in der Regel der Banken oder der Broker, festgehalten ist, was die zu leisten haben. Also die Pflicht zur sorgfältigen und gewissenhaften, auf Sachkenntnis beruhenden und interessenskollisionsfreien Beratung. Und das ist meiner Meinung nach des Öfteren ein Problem. Sie können gerne auch mal im Internet nachgoogeln. Da wurden irgendwelchen 95-jährigen Rentnerinnen Schifffonds angedreht, kann ich schon wirklich sagen, wo eine Laufzeit existierte von irgendwie 20 Jahren. Ja, das kann irgendwie nicht im Interesse dieser Kundin gewesen sein. Bitte da mal nachgoogeln, was da alles so passiert ist. Dieses Wertpapierhandelsgesetz sagt auch aus, dass alle Anlageinformationen, auch die Werbemitteilungen, redlich und eindeutig sein müssen, nicht irreführend sein dürfen. Und 2010 wurde das Ganze auch gerade nach ziemlichen Exzessen der Banken nochmal verschärft. Da gibt es eine Aufzeichnungspflicht, das bedeutet dann, dass Sie immer das Beratungsprotokoll auch ausgehändigt bekommen. Das ändert aber nichts an der Formfreiheit, also das heißt, es gibt keine besondere Vorgabe, wie das zu erfolgen hat. Die Banken haben jetzt die Pflicht, dass sie von den Kunden Informationen einholen, wie viel Erfahrung sie haben. Sie sehen das sogar auch bei den Wikifolios, wo sie dann in einem Trader Profil angeben müssen, ob sie jetzt 3 oder mehr Jahre Erfahrung mit dem und dem Finanzinstrument haben oder nicht. Ja, das können Sie sich da mal anschauen, das ist genau das Gleiche. Und dann ist die Frage, sind Sie in der Lage, quasi von Ihrem Wissen damit umzugehen, das zu handeln? Das ist das eine. Und das andere ist, dass über Fragebögen Ihre Risikobereitschaft ermittelt ist oder zu ermitteln ist. Sie sind darüber aufzuklären, über die allgemeine Risiken aus der Konjunkturlage, der Entwicklung des Kapitalmarktes, speziellen Risiken von bestimmten Produkten, was da ja als besondere Gefahr droht und auch
genau wie bei den Zertifikaten, wenn Sie mit sowas handeln, eben das Insolvenzrisiko des Emittenten, dass auch der Zertifikatausgeber pleite gehen kann, obwohl das Produkt selber vielleicht ja gar nicht von einem Wertverlust betroffen ist. Aber dann haben Sie eigentlich erstmal genau dasselbe Problem. Generell, das gilt auch für viele Anlageberatungen, befinden Sie sich immer im Spannungsfeld zu diesem Dreieck, das magische Dreieck der Vermögensanlage. Entweder haben Sie Rentabilität, das bedeutet viel Gewinn, ja, viel Rendite, oder Sie haben Liquidität, das heißt, das ist möglichst schnell wieder als Bargeld umformbar, wenn Sie mal irgendeinen Notfall haben, dass Sie sich bar was kaufen können, oder Sie haben Sicherheit, das bedeutet, dass ja, Sie vor Verlusten geschützt sind. Und die Aussage von diesem Dreieck ist, Sie können auf keinen Fall alles drei haben. Ja, auf einem Tagesgeldkonto haben Sie Liquidität und Sicherheit, aber eben keine Rentabilität. So, ja, und irgendwo befinden Sie sich immer in diesem Dreieck. Wenn irgendjemand Ihnen verspricht, alles drei zu haben, können Sie davon ausgehen, dass das ein Betrug ist. Zur Klassifizierung Ihres Risikos haben die Finanzprodukte in der Regel 5 Risikoklassen. Manche sind noch weiter unterteilt. Risikoklasse 1 ist das geringste Risiko und 5 eben das höchste. Und auch aus Bankensicht gibt es eben diese Unterscheidung. Risikoklasse 1 oder A, das ist das sicherheitsorientierte, wo Sie auf keinen Fall Verlust haben können oder wollen. Ja, das haben Sie in der Regel nur mit Tagesgeldkonten, Sparbüchern ja, oder Bargeld. Wobei natürlich das Inflationsrisiko generell immer gegeben ist. Ja, das geht dann 2, 3, 4, 5 oder eben mit Buchstaben A, B, C, D, E. Und eben Risikoklasse 5, hier steht risikobewusst. Also da ist es unter Umständen auch möglich, dass man Totalverlust erleidet. Risikobewusst sollte nicht gleichzusetzen sein mit waghalsig, ja? Also nicht willkürlich. Das ist dann eben Casino-Mentalität. Also da sollten Sie nie hinkommen. So, und jetzt haben Sie quasi zu jeder Risikoklasse die passenden Produkte. Ja, hier unten, was ich eben sagte, Sparbuch, Tagesgeld, Festgeld, Zuwachssparen. Da drüben Anleihen hoher Bonität, Staatsanleihen zum Beispiel, auch Rentenfonds Europa, das sind diese Staatsanleihen, offene Immobilienfonds. Dann kommen Mischfonds, Aktien, Aktienfonds. Ja, also das heißt, alles, was irgendwie Aktien ist, ist Klasse 3. Aktienfonds, Zertifikate ist Klasse 4. Auch Einzelaktien, es gibt natürlich jetzt auch ja, stabilere Einzelaktien und risikoreichere. Also das sind so irgendwie Klasse 3 bis 4. Und die höchste Klasse mit höchstem Risiko ist dann eben die Anwendung von Optionen oder Futures. Aber die Renditechancen steigen halt immer in der Regel proportional mit dem Risiko. Das ist so die Aussage davon. Aufgrund dieser Basis können Sie dann ein Portfolio ja, erstellen. Und zwar haben Sie hier diese 5 Anlageklassen, ja, von sicherheitsorientiert bis spekulativ. Die heißen teilweise ein bisschen anders, aber das sind hier in dem Fall wieder genau die 5 gleichen Klassen. Ja, und das ist jetzt quasi Ihr persönliches Portfolio, Ihre 100%. Bei Wikifolio wären das eben Ihre 1 Million Euro. Oder halt, was weiß ich, Ihre 10.000 Euro, die Sie als Anlage vorgesehen haben. Und dann ist immer die Frage, wie teilen Sie es auf? Ja, der Sicherheitsorientierte hat zum Beispiel überhaupt nichts Spekulatives. Er hat, sehen Sie, 50% sichere Anlagen. Also das heißt, er hat 50% seines Gesamtvermögens einfach in Bargeld oder Tagesgeld angelegt. Das ist dann sicherheitsorientiert. Ja, das sind so typische Verteilungen, je nach Risikoklasse. Man muss zusätzlich noch unterscheiden die Risikofähigkeit und die Risikobereitschaft. Die Risikofähigkeit ist objektiv. Die hängt davon ab, wie viel Einkommen, Liquidität Sie haben und wie viel Vermögen Sie haben, wie alt Sie sind und wie Ihre familiäre Situation ist. Das ist quasi der Ist-Zustand. Den kann man komplett messen. Wie viel Risiko kann ich rein, ja, materiell eingehen. Wie viel Geld habe ich übrig? Wie viel Geld verdiene ich im Monat? Wie viel Geld kann ich jeden Monat anlegen? Rein auf Zahlen basiert. Ja, das ist die Risikofähigkeit.
die Risikobereitschaft ist subjektiv. Ich habe es mal so übersetzt mit, bis wann können Sie noch ruhig schlafen? Ja? Wenn Sie noch ruhig schlafen können, dann passt es. Wenn Sie nicht mehr ruhig schlafen können, dann ist es ein Problem. Also das ist dann natürlich von Ihrer Persönlichkeit abhängig. Wie viel Verlust sind Sie bereit zu ertragen, bevor Sie in Panik geraten? Wie viel Erfahrung haben Sie? Wie viel können Sie umgehen mit den Produkten? Ja? Haben Sie die vollständig verstanden? Wissen Sie, was Sie da tun? Ja, das ist dann, wie viel Risiko will ich eingehen? Naja, und aus diesen beiden Komponenten muss eigentlich die Anlagestrategie resultieren. Und eben nicht nur von einer der beiden Komponenten. Dann kommen wir noch, das ist ja hier Risikomanagement, zu dem Problem von Gewinn und Verlust. Das ist reine Prozentrechnung. Wenn Sie mal 1.000 Euro haben oder 100.000 Euro oder 1 Million, wenn Sie in etwa 5% Verlust machen, müssen Sie wieder 5% Gewinn machen, um bei Null zu sein, um keinen Verlust zu haben. Bei Aktien, wissen Sie, sind Sie irgendwo hier. Wenn Sie also 10% Verlust machen, dann müssen Sie 11% wieder Gewinn machen, um wieder bei Null zu sein, um den Verlust ausgeglichen zu haben. So, jetzt wird es aber schon kritischer. Wenn Sie 20% Verlust haben, müssen Sie ein Viertel 25% wieder Gewinn machen. Und das wird eben so schlimmer. Wenn Sie halbieren, also das heißt, wenn Sie 50% Verlust haben, müssen Sie ab diesem Punkt wieder verdoppeln. Ein Vermögen zu verdoppeln ist wesentlich schwieriger, als wenn Sie hier oben in dem roten Bereich bleiben. Ja, Sie müssen, haben dann noch quasi so und so viel Zeit, um wieder bei Null zu sein. Sie haben ja dann noch nicht mal Gewinn gemacht, nur um wieder bei Null zu sein. Und wenn Sie mal 90% verlieren, müssen Sie 900% Gewinn wieder machen, um diesen Verlust auszugleichen. Das muss Ihnen mal völlig bewusst sein. Und natürlich, wenn Sie einmal bei 100% Verlust sind, war es das. Ja, oder 95%. Also in der Regel ist es schon so, bei 75% ist es aus. Ja, dann haben Sie halt sich ein großes blaues Auge geholt. Und können mit dem Rest vielleicht noch irgendwas machen, je nachdem, wie viel noch übrig bleibt. Hier haben wir das Ganze mal mit Zahlen. Nehmen wir mal an, Sie haben 25.000 Euro und Sie setzen sich zum Ziel, 1% Rendite zu machen, pro Monat. Ja, hier ist eine monatliche Rendite. Wie viel Geld kriegen Sie dann raus? Ja, dann kriegen Sie hier 250 Euro raus. Jetzt können Sie sagen, gut, wenn ich mehr Rendite habe, habe ich natürlich auch immer ein höheres Risiko. Wie viel schaffen Sie aber trotzdem? Ja? Das ist quasi beim Startkapital von 25.000 Euro. Das ist dieselbe Rendite, wenn Sie Startkapital verdoppeln und nochmal verdoppeln. Okay? Und dann ist die Frage, ja, wenn Sie also irgendwie hier ein Kapital von 100.000 Euro haben und sagen, okay, ich schaffe es irgendwie 4% Rendite pro Monat zu kriegen, dann haben Sie ein Einkommen von 4.000 Euro. Das ist natürlich dann noch zu versteuern. Ja, und dann haben Sie so langsam den Effekt, dass Sie davon leben können. Das entspricht ja dann etwa Ihrem Bruttoeinkommen. Das Problem ist natürlich, wenn Sie mal ein paar Monate nichts tun, haben Sie 0%. Oder es kann auch schon mal sein, in Crash-Phasen, dass Sie mal minus 10% haben. Die Frage, ob Sie das dann noch überleben. Ja? Also das heißt, mit weniger als 100.000 Euro Startkapital ohne weitere Rücklagen wird es schwierig, wirklich vom Trading leben zu können. Ja? Dann ist das vielleicht ein Hobby oder ein kleiner Bonusverdienst, aber nicht mehr. Ja, und dann ist die Frage, ob Sie sich das zum Beruf machen. Es gibt eine Grundregel und die heißt, Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Sie haben hier eine Aktie, die kaufen Sie zu diesem Zeitpunkt, dieser viereckige Block. Und so sollten Sie vorgehen. Bereits zu diesem Zeitpunkt sollten Sie sagen, bei 10%, nein, Entschuldigung, was ist das? 4 von 5. Also das heißt, wenn ich ein Fünftel Verlust habe, dann höre ich auf jeden Fall auf. Dann gehe ich wieder raus. Das ist also der maximale Verlust, den ich eingehen kann. Das heißt noch lange nicht, dass es dann auch ausgestoppt wird. Ja, es kann sein, dass es irgendwie übers Wochenende noch darunter geht. Das heißt, es kann sein, dass Sie dann doch noch weniger rauskriegen als hier. Das heißt, Sie haben nicht die Gewährleistung, dass hier wirklich ausgestoppt wird. Ne? Es kann ja sein, dass der Kurs am nächsten Montag wegen irgendwie einer
Panik am Wochenende direkt mal 20% tiefer ist. Also es ist keine volle Garantie. Das ist Verluste begrenzen, dass Sie eben das nicht aussitzen weiter. Auf der anderen Seite, wenn Sie irgendwo hier sind, können Sie sich überlegen, okay, wann nehme ich Gewinne mit? Ja, und das machen Sie in der Regel so, dass Sie einen sogenannten Trailing-Stop definieren. Das heißt, ich möchte hier quasi mindestens das als Gewinn haben. Und wenn es dann noch viel weiter steigt, ziehen Sie quasi die Gewinnabsicherung weiter mit hoch. Und dann ist das Ihr fast garantierter Gewinn. Es kann natürlich immer noch sein, dass es ganz schnell tief geht. Und dass Sie eben auch hier nicht genau zu diesem Punkt verkaufen, sondern etwas tiefer. Aber so, das ist die Art und Weise, wie Sie Gewinne mitnehmen können. Mehr können Sie quasi nicht riskieren. Das Problem ist die Psychologie. Da sind Tests mitgemacht worden mit Leuten und die Emotionen sind der größte Feind dabei. Wenn Sie $50 Gewinn haben, oder Euro, ist völlig egal, dann freuen Sie sich etwas darüber. Aber die Verlusttoleranz ist wesentlich höher. Ja, das bedeutet, wenn Sie genau denselben Beitrag als Verlust haben, tut Ihnen das sehr, sehr weh. Obwohl es derselbe Betrag ist. Ja? Sie haben quasi mehr Schmerz als Freude bei demselben Betrag. Das ist nachgewiesen psychologisch. Und das führt dann dazu, dass man die Augen verschließt und versucht, das auszusitzen. Und genau das ist der größte Fehler, den man machen kann. Und dass quasi einen das dann mit in die Tiefe reißt, weil es eben nicht dann wieder hochgeht. Hier sehen Sie mal die größten Crashes und auch die größten Rebounds in der Geschichte. Die große Krise in 30er Jahren, auch hier zu jeder Krise können Sie natürlich mal im Internet suchen, was da die Ursache war, wie das passiert ist. 1932, 1929 bis 1932 gab es einen Kursrückgang der Weltwirtschaft, also mal, ne, wenn Sie irgendwie so einen Index wie MSCI World nehmen, von 86%. Und dieser Kursrutsch dauerte 32 Monate. Und da ist die Frage, waren Sie in der Lage, das auszusitzen, ja, wenn Sie da investiert waren? Oder haben Sie irgendwann mal zwischendurch in Panik verkauft? Oder haben Sie rechtzeitig mit Stop-Loss verkauft? Dann wiederum gab es aber eine Rallye, die dauerte 13 Monate nur. Die hat von dem Punkt einen Kursanstieg vom Tiefpunkt von 170% gehabt. Ja, niemand schafft es wirklich am Tiefpunkt genau einzusteigen. Hätte es jemand geschafft, hätte er 170% Gewinn. Und hier sehen Sie ganz, also ne, hier haben Sie die verschiedenen Einbrüche, die es gab. Und Sie sahen hier in den USA, 2007 bis 2009 gab es eine Krise. Der Kurs wurde etwas mehr als halbiert. Das dauerte 17 Monate. Und dann kam eine Riesenrallye, die lief eigentlich bis zu der Corona-Krise, die ist ja noch nicht abgebildet worden. Und da haben Sie einen Kursanstieg von 200%. Also 100% ist verdoppelt, 200% ist zweimal verdoppelt. Ja, das heißt, das Geld, was Sie vorher hatten, hätten Sie einfach durch Weltanlage, also ohne irgendwelche Tech-Werte oder sowas zu nehmen, ohne Amazon alleine, sondern wirklich breit gestreut, hätten Sie dann 200% Gewinn gemacht. Die gesamten Tech-Werte sind natürlich noch wesentlich stärker da gelaufen. Kommen wir jetzt zu den Order-Zusätzen. Ich hatte ja schon mal erwähnt solche Begriffe wie Stop-Loss oder Trailing-Stop. Wir schauen uns jetzt einmal an, was es so gibt. Damit können Sie Zusätze zu Ihren Orders geben, die genauer bezeichnen, was denn da passieren soll. Generell gibt es den Unterschied zwischen unlimitierten und limitierten Order. Also eine Art Feineinstellung, ja, wie Sie kaufen und verkaufen wollen. Jede Bank bietet da etwas anderes an. Also die sind nicht immer alle bei jeder Bank verfügbar oder kostenlos. Auch die Wikifolios haben da nur bestimmte. Ich gehe mal so die typischen gleich durch. Das erste ist eine Start-Buy-Schwelle. Das kann man dann machen, wenn der Kauf zum Beispiel erst bei einer Kurserholung durchgeführt werden soll. Das bedeutet, der Kurs ist stark gefallen und Sie wollen aber eine gewisse Erholung abwarten, bis Sie sicher sind, dass er sich wieder
stabilisiert hat. Und dann fangen sie an zu kaufen. Und dann wird es eine unlimitierte Order zum nächstmöglichen Kurs, also bestens, ausgeführt. Ne, billigst heißt es. Ne? Beim Kaufen heißt es billigst. Also dann versuchen sie, sobald sie über der Schwelle sind, billigst zu kaufen. Das ist die Start-Buy-Schwelle. Das Problem ist natürlich, vom Tiefpunkt bis zu dieser Erholung, den Gewinn haben sie nicht mitgenommen. Ne? Das ist quasi das Abwarten noch, ist die Erholung jetzt stabil? Andersrum, was wir eben schon mal besprochen haben, die Stop-Loss-Schwelle, die wird eigentlich am meisten verwendet. Ohne Limit können Kursverluste wirksam begrenzt oder Kursgewinne realisiert werden. Das heißt, sie sagen, wenn der Kurs unter eine gewisse Schwelle fällt, dann verkaufe ich. Und zwar so schnell es geht. Das ist dann quasi die unlimitierte Order zum nächstmöglichen Kurs. Der Verkaufskurs kann somit über oder unter dieser Schwelle liegen, weil in der Zeit kann der Kurs ja noch weiter gefallen sein oder wieder etwas angestiegen. Aber wenn er quasi nur einmal die Schwelle berührt, wird diese Order quasi aktiviert. Das Ganze hatten wir ja auch schon mal besprochen mit vollautomatisierten Handelssystemen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, sowohl Start-Buy als auch Stop-Loss mit einem Limit zu versehen. Das bedeutet, man will sicherstellen, dass dieses Limit noch erreicht wurde. Wenn das dann nicht mehr erreicht wird, wird die Order nicht ausgeführt. Das heißt, es kann sogar sein, dass Sie dann einen Stop-Loss nicht mehr ausführen, wenn quasi dieses Limit schon bereits unterschritten ist und er nie wieder an diesem Limit ankam. Dann wird die Order halt weggeschmissen. Ja, das steht da alles. Dann gibt es noch ein paar Spezialitäten. Das ist die OCO Kombi Limit. One cancels the other. Das heißt, Sie machen entweder das oder das, ein Ifs and Else eigentlich. Sie können damit zum Beispiel ein Stop-Loss kombinieren mit einem Start-Buy. Wenn es fällt, verkaufe ich irgendwann und wenn es weiter steigt, möchte ich gerne nachkaufen. Und das alles in einer einzigen Order. Für eine Aktie, die aktuell bei 10 Euro liegt, können Sie einen Stop-Loss bei 9 Euro setzen, um sich damit nach unten hin abzusichern. Aber wenn es einen starken Aufwärtstrend geben sollte, und hier ist es jetzt etwas anders gemacht, wenn Sie 12,50 Euro überschreiten, dann sagen Sie, okay, ich habe genug Gewinn gemacht, dann werden diese Gewinne automatisch realisiert. Ja, das heißt, bei 12,50 Euro machen Sie eine Gewinnmitnahme und bei 9 Euro eine Verlustbegrenzung. Und natürlich, wenn das eine ausgeführt wird, wird das andere automatisch gestrichen. Das ist das OCO-Kombi-Limit. Dann gab es noch das sogenannte Trailing-Stop. Das nennt man auch dynamisches Start-Buy oder Stop-Loss. Bei einem dynamischen Start-Buy wird der ursprüngliche Start-Buy bei fallenden Kursen automatisch nach unten angepasst. Das finde ich relativ selten. Viel spannender finde ich ein dynamisches Stop-Loss. Dann wird Ihr ursprünglicher Stop-Loss bei steigenden Kursen automatisch mitgezogen. Und das sorgt dafür, dass Sie quasi immer mehr Gewinne mitnehmen. Und nur wenn es irgendwann da mal fällt, ist quasi der Stop, also der Stop-Loss, der nach oben gezogen wurde, irgendwann mal aktiviert und dann wird halt verkauft. Das ist ein sogenannter Trailing-Stop. Das geht auch bei vielen Handelsplätzen. Hier ein anderes Beispiel dazu. Sie erteilen eine Order mit einem dynamischen Stop-Loss von 9,50 Euro. Die liegt aktuell bei 10 Euro, die Aktie. Der Abstand beträgt 50 Cent. Also die Aktie ist bei 10 Euro. Sie sind bereit, 50 Cent Verlust einzugehen. Sobald die dann auf 9,50 fällt, wird verkauft, so gut es geht. Und damit sind Sie vor weiteren Verlusten geschützt. Wenn die Aktie aber auf 12 Euro ansteigt, bei Handelsende eines Tages, dann besteht Ihr Stop-Loss automatisch auf 11,50. Ja, und das heißt, wenn alles halbwegs gut geht, kann es sein, dass er das nächste Mal auf 11,50 fällt, aber dann haben Sie trotzdem 1,50 Euro Gewinn gemacht. Das sind dann die Gewinnmitnahmen. Wenn er auf 11,60 fällt, bleibt der Stop-Loss aber bei 11,50 bestehen. Der wird nicht mehr angepasst. Also das heißt, die Anpassung erfolgt immer nur in eine einzige Richtung. Okay? Das ist die Idee von dem dynamischen Stop-Loss.
Bei einem Kauf kann man in der Regel auch eine Folgeorder platzieren. Das ist so, wenn Sie gekauft haben oder wenn Sie kaufen wollen, geben Sie eine Kauforder und dann sagen Sie sofort, ich will aber verkaufen, wenn Folgendes eintritt. Und dann können Sie das alles auch wieder in eine einzige Order platzieren. Das ist jetzt der typische Trailing Stop, der wie gesagt oft verwendet wird. Sie sind hier eingestiegen und haben gesagt, okay, ich bin nicht bereit, mehr als diesen Verlust zu ertragen. Das sind übrigens die Kerzen. Hier sehen Sie, das ist zum Beispiel eine Tageskerze und der Kurs schwankte an diesem Tag zwischen dieser Unterkante und dieser Oberkante. Und so haben Sie quasi die Schwankungen von jedem Tag. Hier ist es so, bei den grünen Kerzen, der Kurs war bei Tagesbeginn hier, bei Tagesende hier. Das heißt, die grünen sind gestiegen. Die roten sind gefallen, das heißt, wir waren bei Tagesbeginn hier, bei Tagesende eben weiter unten. So, und bei jedem Tagesende wird dann der Kurs mitgezogen. Ja, und irgendwann ist es hier so, der Kurs war hier. Während des Tageskurses ist er mal kurz drunter gefallen, aber das war hier so eingestellt, dass quasi nur der Endpunkt zählt. Also quasi der Börsenschluss. Also ist er mal während des Tages kurz drunter gefallen. Und dann wurde er noch nicht ausgelöst. Aber hier war er am Tagesende drunter. Und dann wurde die Position ausgestoppt, nennt man das. Und ja, so viel Gewinn hat man halt mitgenommen. Ja, zwischen dieser blauen Linie und hier dieser roten Linie. Sie fragen sich vielleicht, wie das passieren kann. Das ist eigentlich auch ganz oft so. Das bedeutet, zu Tagesbeginn war der Kurs hier, Tagesende hier. Zu dem Tagesbeginn war es hier, dann war es hier. Über Nacht hat sich der Kurs quasi erholt. Man ist wieder optimistischer reingegangen. Vielleicht haben einige nachgekauft, also hat er wieder hier begonnen, ist aber dann noch tiefer geendet. Und deshalb haben Sie zwei von diesen roten Kerzen nebeneinander. Also, wofür braucht man generell diese Stops? Erstens zur Verlustbegrenzung. Wie auch immer Sie das machen wollen, absolut prozentual, Vohler basiert, also wie hoch ist die Schwankung oder eben aufgrund von technischen Indikatoren, die schauen wir uns auch mal an. Zur Gewinnsicherung, das ist der Trailing Stop, ja, Gewinne mitnehmen oder laufen lassen, bis so lange wie es geht und dann irgendwann mitnehmen. Und das ist hier quasi nochmal dann die Mitnahme, sobald der eben ausgelöst wird. Das ist dann der Profit-Target-Stop. Also dann verkaufe ich halt wieder, ich habe genug Gewinn gemacht. Wobei Sie den halt nach den Regeln, nach den psychologischen Regeln versuchen sollten, länger laufen zu lassen, solange wie es geht. Das sind so die drei Möglichkeiten, warum man Stop-Limits verwendet. Dann gibt es noch den Begriff des Triggers. Ein Trigger löst immer eine Reaktion aus. Wie ein Event, ja, in der Programmierung, ein Ereignis. Das heißt, so ein Trigger ist immer mit einer Condition, mit einer Bedingung, einem If, behaftet. Sobald also diese Bedingung eintritt, dann wird was getan. Beispiele für solche Trigger sind das Erreichen eines bestimmten Kurslevels. Wenn Indikatoren irgendwie überlappen, Indikatoren schauen wir uns auch noch an. Wenn ein Wert im Chart überschritten wird oder unterschritten. Oder wenn irgendwie eine zeitliche Vorgabe eingetreten ist. Eine limitierte Order wird in der Regel dann konditioniert, also mit einem Trigger versehen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie diese Order weiterlebt. Sie wird ausgeführt, sobald dann diese Trigger-Order eintrifft, also sobald diese Bedingung erfüllt ist, dann wird die Order ausgeführt. Jede Order hat aber noch ein zeitliches Limit, also es gibt keine unendliche Order. Ja, oder bis die Order zeitig ausläuft. Das heißt übrigens Order mit einem R. Gut, noch ein paar Definitionen zum Risikomanagement. Ein ganz zentraler Begriff ist der Drawdown. Eine sehr, sehr einfache Kennzahl, die oft verwendet wird. Der maximale kumulierte Verlust innerhalb einer betrachteten Periode. Und wenn die Periode quasi die Gesamtzeit ist, wo das Börsenprodukt existiert, dann ist der sogenannte Maximum Drawdown.
Hier ist der Beispiel, das Beispielchart. Die Frage ist, Sie haben hier diesen Kursverlauf. Was ist der Maximum Drawdown? Das ist generell der größtmögliche Verlust, den Sie erleiden konnten mit diesem Papier. Das heißt, Sie haben saublöd gekauft zum ungünstigsten Zeitpunkt, wenn es am teuersten war. Und danach haben Sie möglichst ungünstig wieder verkauft. Ja, und das sind genau diese beiden Punkte hier. Ja, das ist quasi der Abstand zwischen dem höchsten Hoch und dem tiefsten Tief. Wobei das Tief hinter dem Hoch kommen muss. Ne? Dann haben Sie hier den Maximum Drawdown, in diesem Fall ca. 7%. Hätten Sie im schlimmsten Fall mit diesem Papier bis jetzt Verlust gemacht. Dieser Drawdown geht natürlich immer nur in die Vergangenheit, klar, nicht in die Zukunft. Dann gibt es den Begriff des Trade Ratio. Das ist einfach die Anzahl der Gewinntrades geteilt durch die Anzahl der Verlusttrades. Aber wirklich nur die reine Anzahl. Das ist die Trefferwahrscheinlichkeit, die Trefferquote. Das heißt, Sie haben jetzt in Ihrem Wikifolio meinetwegen 100 Trades gemacht. 70 waren positiv, 30 waren negativ. Also haben Sie eine Trade-Ratio von 7/3. Das sagt noch nichts über Ihren Gewinn aus. Es kann ja sein, dass die Verlust-Trades irgendwie 10-mal so hoch waren wie die Gewinn-Trades. Das ist einfach nur die Anzahl. Anhand der Anzahl können Sie natürlich überprüfen, ob Ihre Strategie in Ordnung ist. Ja? Ob Sie quasi, wenn Sie mit einem regelbasierten System zum Beispiel arbeiten, ob das Finden dieser Trades erfolgreich ist oder nicht tendenziell. Spannender ist das sogenannte Payoff Ratio. Sie kumulieren einfach die Gewinne, also addieren die auf und addieren auch die Verluste auf. Und wenn das Payoff Ratio über 1 liegt, dann machen Sie tendenziell Gewinn. Und wenn es unter 1 liegt, machen Sie tendenziell Verlust. Wobei Sie aufpassen müssen, Sie müssten eigentlich auch alle Kosten da jeweils reinrechnen. Ne? Also alle Transaktionskosten oder so. So, und jetzt gibt es quasi eine Zahl, die das beides verbindet. Das ist der sogenannte Profitfaktor. Das ist die Trefferquote, welcher Anteil aller Trades erfolgreich verlief. Das sollte man machen über einen gewissen Zeitraum und dann können Sie quasi schauen, ob Sie Ihre Handelsstrategie anpassen. Das sind die Wahrscheinlichkeiten quasi für einen Gewinn oder Verlust und dann noch eben die Wahrscheinlichkeiten in der Vergangenheit immer für die Höhe des Gewinns bzw. die Höhe des Verlustes. Und das ist ganz einfach das Trade Ratio als Produkt mit dem Payoff Ratio. Und wenn der Profitfaktor über 1 ist, dann ist die Strategie an sich erfolgreich. Bei Werten unter 1 produziert Ihre Handelsstrategie Verluste. Also sollten Sie dann möglichst was dran ändern. Das Spannende ist, dass Sie hier 4 verschiedene Kennzahlen haben. Und wenn Sie merken, dass Sie quasi nicht so erfolgreich sind, oder wenn Sie überlegen, erfolgreicher zu werden, dann können Sie jetzt überlegen, wenn Sie das eine Zeit lang durchgeführt haben, woran können Sie drehen? Also welche Parameter können Sie verändern, um erfolgreicher zu sein? Hier habe ich jetzt mal ein Beispiel. Ja, einer hat 10 Trades gemacht. Das alles können Sie mal für Ihre Wikifolios dann ausrechnen. Die Trefferquote beträgt 50%, das Verhältnis von durchschnittlichem Gewinn zu durchschnittlichem Verlust liegt bei 1. Hier sind die Gewinntrades, hier sind die Verlusttrades, ja, jeder Trade hat wieder ein Datum als Start mit Uhrzeit, ein Datum mit Uhrzeit als Ende und natürlich ein Börsenprodukt, was Sie zu irgendeinem Startkurs oder Endkurs gekauft bzw. verkauft haben. Ja, das ist dann ein Trade. So, und wenn Sie sich das mal ansehen, Sie haben 5 Gewinntrades, 5 Verlusttrades. Also 5 Fünftel, 5 geteilt durch 5. Und Sie haben auch in der Summe oder beziehungsweise auch im Durchschnitt 20 Euro Gewinn und 20 Euro Verlust. Das sind ja die Durchschnitte. Also ist der Profitfaktor bei 1. Sie haben keinen Gewinn, aber auch keinen Verlust. Ja, das heißt, das ist neutral. Sie arbeiten sehr viel, aber naja, haben eigentlich gar keinen Benefit davon. So, was können Sie jetzt tun? Die erste Idee ist, die durchschnittliche Verlusthöhe zu beeinflussen, indem Sie Verluste strikt begrenzen. Das heißt, Sie setzen einen Stop-Loss
bei 10 Euro Verlust als Beispiel oder 10% Verlust, Sie können das sehen, wie Sie wollen, aber einheitlich. Das heißt, dann wird sofort verkauft, mehr Verlust bin ich nicht in der Lage, nicht bereit einzugehen. Das heißt, Sie schneiden das hier ab. Ja, es gibt keinen Verlust größer 10. Dadurch erhöht sich natürlich die Anzahl der Verlusttrades. Weil es kann sein, dass ein Gewinntrade mal zwischendurch in dieser Verlustzone war. Aber eben die Höhe des Verlustes wird begrenzt. Und Sie sehen dann, Ihr Profitfaktor steigt. Und plötzlich haben Sie mit dieser Modifikation der Strategie durchschnittlich Gewinne gemacht. Und das, obwohl, wie Sie hier sehen, ja die Anzahl der Verluste gestiegen ist, aber die Höhe der Verluste wurde begrenzt. Was können Sie noch machen? Sie können sagen, Gewinne laufen lassen, aber bei Erreichung eines Gewinnziels wird automatisch per Limit verkauft. Der niedrigere Durchschnittsgewinn wird durch die höhere Trefferquote überkompensiert. Also, ja, wenn Sie dann sagen, ich nehme auf jeden Fall immer diesen Gewinn mit, kann es sein, dass Sie hier mal den Gewinn mitnehmen, bevor es wieder in die Verlustzone rauscht. Und dann haben Sie in diesem Beispiel den Profitfaktor nochmal erhöht mit noch mehr Gewinn. Wobei Sie natürlich immer aufpassen müssen, das sind alles akademische Beispiele, ja, die sind natürlich so konstruiert. Jeder Trade hat natürlich seine eigenen, ja, Bedingungen. Und wenn das sehr, sehr stark schwankt und Sie setzen den Stop-Loss zu eng, dann ja, wird das wohl kaum Ihr Profitfaktor verbessern. Also das Ganze ist nicht so einfach, wie es hier vielleicht aussieht. Generell, was sind die Stellschrauben von dieser Formel? Ja, wenn Sie den Profitfaktor haben mit Anzahl Gewinn-Verlust-Trades, einfach nur die Anzahl, mit durchschnittlichen Gewinn und Verlusten, hier geht es darum, die Trefferquote zu erhöhen. Die Trefferquote ist abhängig von Ihren Handelsregeln. Wann kaufen Sie, wann verkaufen Sie? Die durchschnittlichen Gewinne laufen lassen, ja, möglichst hochtreiben, das ist gutes Money Management mit der Idee, Gewinne laufen zu lassen. Die Verluste begrenzen, das ist Ihr Risikomanagement. Und genau mit diesen drei Komponenten, Money Management, Risikomanagement, Handelsregeln, können Sie versuchen, diese Formel zu beeinflussen, um Ihren Profitfaktor zu erhöhen. Also professionelles Risiko, Money Management ist das A und O beim Trading. Nur wenn das Risiko im Blick behalten wird und ausreichend begrenzt wird, können Sie langfristig, bei uns sind es jetzt einige Monate, erfolgreich sein. Die einige Monate eben, um das einmal ausprobieren. Und natürlich, Sie brauchen einen konkreten Plan in Form von Handelsregeln, vielleicht mal aufschreiben und dann aber auch ganz, ganz strikt danach gehen und vielleicht einmal pro Monat, ja, wenn wir jetzt 3 Monate haben, können Sie einmal pro Monat die Handelsregeln überprüfen, ob Sie die vielleicht noch verbessern können. Ja, und mit Hilfe des Profitfaktors in der Vergangenheit können Sie dann gehandelte Positionen überprüfen und schauen, ob es Verbesserungsbedarf gibt, um nachhaltig eben besser zu sein. Es gibt noch 2 weitere Begriffe, die auch da eine Rolle mitspielen. Das ist die MAE, das ist jetzt wieder von dem Englischen ein bisschen blöd, Maximum Adverse Excursion heißt das, gibt an, wie tief die Position nach ihrem Einstieg maximal im Verlust stand. Stellen Sie jetzt fest, dass nahezu alle Ihre Gewinne zwischenzeitlich nie mehr als 100 Euro im Minus waren, während die Verlusttrades diese Grenze meist überschritten, dann könnten Sie in diesem Bereich ein Stop-Loss setzen. Das bedeutet, Ihre Gewinntrades schwanken ja auch. Der ist ja dann erst ein Gewinntrade, wenn Sie wieder verkaufen. Aber wenn die Gewinntrades nie mehr als 100 Euro im Minus waren, die Verlusttrades sind aber 200, 300 Euro im Minus, bevor Sie verkaufen. Dann können Sie einfach bei 100 Euro einen Stop-Loss setzen und dann schneiden Sie die ab und damit begrenzen Sie die Verluste. Genau andersrum gibt es die Maximum Forward Excursion, MFE, zur Kurszieloptimierung. Ist nur einmal andersrum gedacht. Es gab Trades, 4 Trades, die zwischenzeitlich mal 300 Euro im Gewinn waren, aber aufgrund von Trailing-Stops haben sie nur 200 Euro Gewinn realisiert. Das heißt, es war zwischendurch mal höher und dann wurden sie irgendwann ausgestoppt.
Und dann könnten Sie sich überlegen, bei 300 zu verkaufen. In Zukunft. Ja, in der Hoffnung, dass sich das natürlich weiterhin so verhält. Ja, und so können Sie die Strategien anpassen. Das heißt, wer erfolgreich investieren will, braucht auch traden will, nicht nur Investing, braucht eine ausgewogene Mischung von Risiko und erwarteten Gewinn. Und vor Beginn jedes Investments oder auch vor jedem Trade sollten Sie eine sogenannte Chance-Risiko-Analyse durchführen. Und der Trade soll nur dann eingegangen werden, wenn die zu erwartende Rendite größer ist als das eingegangene Risiko. Das schauen wir uns jetzt auch noch einmal an. Da gibt es eine Kennzahl wiederum zu. Das ist das CRV, der sogenannte Profitfaktor. Das Problem ist, dass MAE und MFE können Sie eigentlich erst dann berechnen, wenn die Trades abgeschlossen sind. Für die Zukunft, in der Hoffnung, dass es sich gleich verhält. Aber naja, die Verlusttrades sind jetzt schon Verlusttrades. Ne? Die kann man nicht mehr wiederholen. Das CRV ist hingegen dazu gedacht, dass Sie das im Voraus machen, bevor Sie einen Trade eingehen. Das ist quasi Ihre persönliche Bewertung des Risikos und genau hier liegt auch die Gefahr wieder in dieser Kennzahl. Auch das ist nur eine persönliche, subjektive Abschätzung, ist aber auch oft eine zentrale Entscheidungsgröße für die Anlageentscheidung. Und zwar ganz gleich, ob Sie jetzt nur traden oder wirklich auch investieren. Je höher das CRV, desto höher sollte unter sonst gleichen Bedingungen die Wahrscheinlichkeit positiver Gesamtergebnisse ausfallen, wenn Sie viel traden und sich auch strikt daran halten, ist eben die statistische Wahrscheinlichkeit dann gegeben, dass Sie damit Gewinn machen. Aber, das ist auch wieder jetzt die Gefahr, als Knackpunkt wird vorausgesetzt, dass Ihre Einschätzung korrekt ist. Ja, das ist natürlich mindestens genauso schwierig, dass Sie sich auch nicht haben irgendwie beeinflussen lassen von irgendwelchen Hype-Meldungen oder von irgendwelchen depressiven Meldungen. Ja, dass die Einschätzung, die Sie dann treffen, zur Bewertung des Chance-Risiko-Verhältnisses wirklich korrekt ist. Da scheitern ja schon die meisten dran. Schauen wir mal, wie das prinzipiell bedeutet, oder was das bedeutet. Sie haben hier gerade einen Kurs von 100 Euro, von irgendetwas, von einer Aktie. Und Sie sagen, bei 95 verkaufe ich die. Bei 120 verkaufe ich sie auch und das ist quasi der Stop-Loss und das ist die Gewinnmitnahme dann. Das heißt, ich habe ein Risiko von 5 Euro und eine Chance von 20 Euro. Ich habe die Chance 20 Euro zu gewinnen und ich habe das Risiko 5 Euro zu verlieren. Im Casino wäre das gut. Ja, das heißt, 20 geteilt durch 5 ist 4 zu 1, das CRV ist bei 4. Das würde ich eingehen. Ja? Ich kann mit der Wahrscheinlichkeit 4 zu 1 bei Wetten, ja, ist das halt sehr spannend, bei 4 zu 1 kann man darauf wetten, kann man das eingehen. So, wenn Sie sich das mal genau überlegen, ist die Frage, wo liegt hier die Gefahr drin? Die Gefahr liegt darin, dass Sie davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding 5% fällt, genauso groß ist wie die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding um 20% oder 20 Euro, je nachdem wie Sie rechnen, steigt. Ja, das heißt, das funktioniert nur dann, wenn die Wahrscheinlichkeit der Untergrenze gleich der Wahrscheinlichkeit der Obergrenze ist. Und genau das, finde ich, ist diese persönliche Bewertung. Diese Wahrscheinlichkeit muss gleich sein. Nur dann macht das CRV Sinn. Und das abzuschätzen ist halt die Kunst oder die Schwierigkeit, wenn Sie das CRV betrachten. Das CRV bezieht sich auf das Payoff-Ratio, nicht auf das Trade-Ratio. Ist eine Erhöhung des CRV gleichbedeutend mit einer Herabsetzung der Eintrittswahrscheinlichkeit, führt sie nicht zu einer verbesserten Profitabilität. Andererseits, bei einem CRV von 4 zu 1 reicht eine Trefferquote von 20% aus, um keinen Verlust zu erwirtschaften, ja, weil Sie haben dann 5 Trades, 4 sind Gewinne, 1 sind Verlust. Andersrum. Sie machen 4-mal so viel Gewinn wie Verlust. Ja, das heißt, Sie brauchen nur den einen, der 4-mal so viel Gewinn macht, um die Verluste auszugleichen. Deshalb reicht, ne, bei 5 Trades eine Trefferquote von 20% aus, weil der eben 4-mal so hoch ist.
Das ist die Begründung. Wir müssen immer aufpassen, worum Sie argumentieren. Am besten auch mal auf dem Zettel ausschreiben und durchrechnen. Das gewährte CRV ist damit recht hoch angesetzt. Ja, es gibt nur wenige Handelsstrategien, die diese Trefferquote bringen. Normalerweise mit Handelsstrategien, die so üblich sind, erreichen Sie ein CRV von 1,5 bis 2. Und immer beachten, ja, die Chancen und auch das Risiko beruht alles auf Annahmen. Ja, das ist also alles ja Prognose, das ist nicht zu berechnen. Das ist quasi wirklich individuelle Einschätzung. Hier schauen wir uns das mal an. Wenn Sie eine Trefferquote von nur 20% haben, brauchen Sie ein Mindest-CRV von 4 zu 1, um keinen Verlust zu machen. Das heißt, ja, Sie müssen dann viermal so viel Gewinn machen wie Verlust. Und da wurde ja eben gesagt, das ist unwahrscheinlich. Die Trefferquote von 70% wäre sinnvoller. Das heißt, 7 von 10 Trades sind Gewinntrades. Dann hätten Sie eine Trefferquote von 70%. Dann brauchen Sie mindestens ein CRV von 0,43 zu 1. Es gibt hier noch zwei weitere Kennzahlen, die schauen wir uns nochmal an. Es gibt noch das empfohlene CRV. Dann kriegen Sie erst langfristig signifikante Gewinne. Ja, erst dann wird der Aufwand gerechtfertigt, weil das Ganze ja auch sehr, sehr viel Zeit kostet. Also das heißt, wenn Sie es echt beruflich treiben wollen, dann sollten Sie hier auf das empfohlene CRV gucken und das ist natürlich immer noch wesentlich höher. Okay? Break-even ist genau die Schwelle, ab dann machen Sie Gewinn, was ja, langfristig eben nicht zu einer Kapitalvernichtung führt. Ja? Also der Break-Even-Point bezeichnet den Punkt des Trades, an welchem alle Kosten wie Ordergebühren und Spreads bereits abgedeckt sind. Ich würde immer alle Kosten mit einkalkulieren. Und ab welcher sich eine Handelsposition bei einer weiteren positiven Entwicklung in der Gewinnzone befindet. Also der Break-Even-Point ist wirklich der, den Sie mindestens erreichen müssen. Ja, einige Strategien zielen eben diesen Break-Even-Point nach, um den ja, quasi künstlich zu erhöhen. Dadurch kann es teilweise sein, dass eine Investition eben unter normalen Bedingungen nicht mehr mit Verlust abgeschlossen werden kann, ja, wenn Sie halt es schaffen, oft genug nachzuziehen. Bei Amazon wäre das zum Beispiel möglich gewesen, weil das ein sehr, sehr langer Aufwärtstrend war, hätten Sie immer mit Trailing-Stop nachziehen können und hätten unter eben normalen Marktbedingungen damit sehr, sehr viel Gewinn gemacht, vielleicht sogar so viel, können Sie sich den Chart auch mal angucken, dass Sie sogar die Corona-Pandemie dann immer noch mit Gewinn beendet hätten, ja, im Worst Case. Das Problem ist, wenn Sie zu schnell nachziehen, dann geraten Sie in der Regel in die Schwankung rein, in die übliche Tagesschwankung und dann werden Sie oft frühzeitig ausgestoppt. Ja, also das heißt, der Trailing Stop sollte nicht zu nah an der regulären Schwankungsbreite dieses Aktienprodukts liegen. Kommen wir genau zu dieser Schwankungsbreite. Das ist eben die sogenannte Volatilität, Vola. Das ist quasi ja das reguläre Schwanken, ohne dass großartige Nachrichten auftauchen. Es gibt Aktien, die schwanken stark, generell, ja. Das ist so aufgrund ihrer ja, Bedeutung, ihrer Handelsaktivität. Und die Vola generell ist auch für langfristige und kurzfristige Anleger von Bedeutung, auch für langfristige, weil man kann ja ruhig etwas abwarten und dann kaufen, wenn es gerade etwas tiefer ist. Und für kurzfristige natürlich noch wesentlich mehr, weil die auch eben diese kurzfristigeren Schwankungen mittraden. Es gibt ja verschiedene ja, Zeitangaben, wie man die Vola misst. Es gibt zum Beispiel die Volatilität einer Aktie pro Jahr und es gibt die zum Beispiel auch nur über 14 Tage berechnet. Ja, für einen Trader ist dann die 14-Tage-Vola wichtiger, für einen Investor eher die Jahres-Vola. Und genau dann kommen wir zu dem ATR. Average to Range ist ein kurzfristigeres Maß der Vola, eben passend für Trader,
Die Range ist dabei die Spanne zwischen dem Hoch und Tief des Kurses an einem Handelstag. Ja, das wäre dann eine Tageskerze in dem Chart gewesen. Zusätzlich muss man noch Kurslücken berücksichtigen, zum Beispiel übers Wochenende oder eben über Nacht. Das ist übrigens der Grund, warum manche Trader überhaupt nicht über Nacht handeln, weil es dann morgens, am nächsten Morgen oder am nächsten Montag plötzlich eine sogenannte Gap geben kann, aufgrund von Ereignissen über Nacht oder am Wochenende. Die kann man dann nicht mehr auffangen, weil wenn der Kurs dann schon tiefer, viel tiefer startet, habe ich keine Chance mehr zu reagieren. Typischerweise nimmt man den ATR über 14 Tage, also quasi zwei Handelswochen. Schauen wir uns das mal an, auch zur Errechnung einer Positionsgröße. Nehmen wir mal an, ich habe 10.000 Euro einzusetzen und ich sage, ich möchte pro Position, also pro geöffneten Trade, nicht mehr als 2% Risiko eingehen. Also darf jede Position ein maximales Risiko haben von 10.000 Euro mal 0,02, 200 Euro. Das heißt, ich hacke die 10.000 Euro in Einzelpositionen und jede einzelne Position darf nicht mehr als 200 Euro Verlust haben. So, jetzt habe ich hier irgendwo einen Einstiegskurs von 100 Euro. Die ATR, das ist quasi die Schwankung, ist standardmäßig bei 2,50 Euro. Das ist die reguläre Tagesschwankung. So, und jetzt sage ich, damit ich da nicht versehentlich reinlaufe, setze ich den Stoppkurs bei 2 mal ATR mit einem gewissen Puffer, ne, deshalb das 2 mal, das ist so ingenieurmäßig. Das bedeutet, 100 Euro ist der Einstiegspunkt der Aktie, ich setze den Stopp bei 95, gehe dabei für eine Aktie 5 Euro Risiko ein. Das bedeutet, gemäß meinen eigenen Regeln darf ich davon 40 Aktien kaufen, um das Risiko pro Position von 200 Euro nicht zu überschreiten. So, und dann haben Sie ein Setting für eine Position Ihres Kapitals. Okay? Das könnten Sie zum Beispiel strategisch für jede einzelne Position in Ihrem Wikifolio so fahren. Das war alles zu dieser Lerneinheit.